Jerusalem, um das Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Jesus von Nazareth wird ans Kreuz geschlagen. Schon wenige Jahrzehnte später werden seine Anhänger verfolgt, gefoltert und bestialisch ermordet. Man sagt, Jesus habe seinen Tod bewusst auf sich genommen. Für eine Botschaft, für die 2000 Jahre später noch immer Christen verfolgt werden. Das Christentum ist von sich aus eine provozierende Religion. Kairo, Oktober 2011. Panzer überrollen demonstrierende Christen. Mein Sohn wurde von hinten erschossen. Die Kugel ist aus der linken Seite des Unterkiefers wieder ausgetreten. Christen sind Opfer und werden zu Tätern. Könige, Kaiser, sogar Päpste lassen im Namen des christlichen Glaubens töten. Die Geschichte der Kreuzzüge ist eine Geschichte der organisierten religiösen Gewalt und der religiösen Korruption. Warum sterben seit 2000 Jahren Menschen im Zeichen des Kreuzes? Warum provoziert dieser Glaube immer wieder Gewalt und Gegengewalt? Hat Jesus das gewollt oder zumindest in Kauf genommen? Mai 2011. Im Kairoer Armenviertel im Baba brennt eine Kirche. Tausende schauen voller Zorn ins Inferno. Es gibt ein Gerücht, in der Kirche wurde eine Muslimin gefangen gehalten, um sie zum Christentum zu zwingen. Am Ende brennen drei Kirchen und mindestens sechs koptische Christen sterben. Ein halbes Jahr später. Wieder kommen Christen zu Tode. Diesmal sind es weit über 20. Sie haben gegen die Zerstörung weiterer Gotteshäuser demonstriert. Die Bilder des sogenannten Maspiro-Massakers erschüttern die Welt. Doch nicht nur in Ägypten werden Christen Opfer von Übergriffen. Überall im Nahen Osten, in Jordanien, Syrien, im Irak, verlassen sie ihre Heimat. Erleben wir eine neue Welle der Christenverfolgung? Seit Jahren gibt es in Ägypten Berichte darüber, dass Christen auch von Staats wegen systematisch diskriminiert werden. Und das hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Da geht es darum, dass bei bestimmten öffentlichen Positionen sie kaum repräsentiert sind. Vielleicht wichtiger noch, dass, wenn es Übergriffe aus der Gesellschaft gibt, sie viel zu wenig Schutz erfahren. Also ein Gefühl der Schutzlosigkeit. Der Staat ist nicht auf unserer Seite. Das ist etwas, was Christen häufiger artikuliert haben und zeigt natürlich in der Tat eine Gefahr. Wir fahren nach Kairo, wollen wissen, was ist dran an den Schreckensmeldungen. Kann es tatsächlich sein, dass 2000 Jahre nach Jesu Tod immer noch Christen verfolgt werden? Im Stadtteil El Kossos lebt die christliche Minderheit der Kopten. Ein armes Viertel. Hier wollen wir Menschen treffen, die Opfer von Übergriffen wurden. Man ist vorsichtig. Reda Nassif und seine Frau Marisat sind bereit, mit uns zu sprechen. Die staatliche Presseaufsicht weicht uns nicht von der Seite. Reda wurde schwer verletzt, als er im Oktober 2011 an der großen Maspiro-Demonstration teilnahm. Lange war er arbeitsunfähig. Nun hat er einen Job bei der Stadtverwaltung angenommen. In ihrer Wohnung nehmen die beiden allen Mut zusammen, um über das Erlebte zu reden. Wir haben ein Problem damit, dass die Polizei sich neutral verhält und uns nicht beschützt. Und wenn dann wirklich etwas passiert, versucht sie noch nicht einmal einzuschreiten. Sie lässt einfach zu, dass die Leute unsere Kirchen zerstören. Das war ja auch nicht das erste Mal. Die Kirche in Atfi hatte genau dasselbe Schicksal.
Man hat zahlreiche Kirchen in der Vergangenheit zerstört, weil die Leute behaupteten, wir brauchen keine Kirchen. Das war ja auch der Grund dafür, dass wir auf die Straße gingen. An diesem Oktobertag 2011 gehen Zehntausende Kopten auf die Straße und demonstrieren gegen die Zerstörung ihrer Kirchen und für den staatlichen Schutz ihrer Rechte. Plötzlich eskaliert die Situation. Steine fliegen. Es kommt zur unkontrollierten Straßenschlacht. Dann rasen Panzer in die Menge. Reda wird von einem Fahrzeug erfasst. Ich musste hier unter dem Auge mit 5 Stichen genäht werden. Meine Schulter hatte einen Riss. Mein Arm war gebrochen und dazu 6 Rippen. Auch mein Fuß hatte 3 Brüche. Und der Knöchel hier muss noch mit einer Platte fixiert werden. Die Lage in Kairo wird immer unübersichtlicher. Vergeblich versuchen die Regierungstruppen, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Dann brennen auch Panzer. Demonstranten setzen sich zur Wehr. Auf beiden Seiten eskaliert die Gewalt. Es gibt 300 Verletzte. Reda ist einer von ihnen. Nachdem ich unter dem gepanzerten Wagen herausgekrochen bin, dachte ich, ich müsste tot sein. Ich wurde erst wieder richtig wach, als ein Soldat mich mit seinem Stock auf den Rücken geschlagen hat. Selbst Menschen, die tot am Boden lagen, wurden von den Soldaten mit Stöcken misshandelt. Wie kommt es zu diesem Hass? Was führt zu der Brutalität, mit der gegen Christen vorgegangen wird? Vielleicht finden wir eine Antwort im antiken Rom des 1. Jahrhunderts. Wenige Jahre nach Jesu Tod ist im Schatten des römischen Imperiums eine christliche Gemeinschaft entstanden. Auch hier sind die Christen eine Minderheit. Die Christen haben häufig sozial isoliert gelebt. Sie galten vielen als Sonderlinge bis hin zu Staatsfeinden. Sie erschienen illoyal oder sogar als Atheisten. Das alles hatte damit zu tun, dass die Christen versucht haben, den Kontakt zur heidnischen Götterwelt zu verhindern. Das fing damit an, dass man bestimmte Berufe nicht ausüben sollte. Man sollte kein Bildhauer sein, kein Maler, kein Lehrer. Das alles ließ die Christen erscheinen als Außenseiter, die kein Interesse an der Gesellschaft haben, vielleicht staatszersetzend sein können. Unter Kaiser Nero schlägt das Misstrauen gegen die Christen um in rohe Gewalt. Es ist das Jahr 64. In Rom ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Die hölzernen Mietskasernen brennen wie Zunder. Fast die ganze Stadt fällt den Flammen zum Opfer. Hat Kaiser Nero das Feuer selber legen lassen, um Platz zu schaffen für einen neuen Palast? Schnell ist ein Sündenbock gefunden. Nero macht die schwache christliche Minderheit für die Missstände in der Stadt Rom verantwortlich und lässt sie öffentlich hinrichten. Gibt es Parallelen zum heutigen Ägypten? Christen erleben, dass sie bedrängt werden, dass sie diskriminiert werden. Da gibt es aber sogar Übergriffe bis hin zu Tötungsakten, Akten symbolischer Gewalt, wenn Kirchen abgefackelt werden. Ja, das erleben Menschen zum Teil als richtige Verfolgung. Aber man sollte mit dem Begriff Christenverfolgung dennoch ein bisschen vorsichtig sein, weil er den Eindruck erweckt, als würde hier systematisch von Staats wegen eine Ausrottungskampagne stattfinden. Das ist in Ägypten etwa keineswegs der Fall. Was ist dann passiert, als in Kairo die Panzer gezielt in die Demonstranten fahren? Wird die christliche Minderheit zum Sündenbock für soziale Missstände in Ägypten? Wie Armut oder Perspektivlosigkeit? Im Vorfeld der Demonstration brennen Kirchen in ganz Ägypten. Christen fühlen sich verfolgt, gehen dagegen auf die Straße und ziehen zum Nil vor das Maspero-Hochhaus, die Zentrale des staatlichen Fernsehens in Kairo. Als die friedliche Demonstration eskaliert, gehen auch Christen auf ägyptische Soldaten los. Eine lang aufgestaute Wut entlädt sich auch bei den Christen in blinder Gewalt.
Bis heute hat der ägyptische Staat es nicht geschafft, das Maspero-Massaker aufzuklären. Wir gehen der Sache nach. Wollen wissen, ob Kairo mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern zu einem Pulverfass geworden ist. Wie sehen Christen ihre Zukunft in dieser Megacity? Im Stadtteil Bab el-Luk treffen wir Monsignore Schrödel. Seit 1995 betreut er als Pfarrer die deutschsprachigen Katholiken in Kairo. Von Joachim Schrödel sagt man, er habe ein gutes Gespür für die unterschiedlichen Mentalitäten des Orients. Seine Kirche befindet sich geschützt hinter hohen Mauern. Regelmäßig veranstaltet er hier auch Zusammenkünfte von Christen und Muslimen. Eigentlich ist der Islam in Ägypten ein sehr toleranter Islam. Eigentlich. Und so habe ich in den letzten 18 Jahren eigentlich erlebt. Nur wenn man an die Falschen gerät, kann es dann natürlich passieren, dass man mindestens erst mal von oben herab angeguckt wird, als minderwertig oder so, dass man, wenn man sich sofort als Christ zeigt und sich etwa um eine Stelle bewirbt und der Stellengeber, der sagt, na, du bist Christ, ich will dich aber nicht haben, du passt nicht zu mir, in meine Gruppe rein, dann ist sehr viel Frustration. Alles klar, was habt ihr gerade gemacht? Wir haben getanzt. Ihr habt getanzt? Schrödel setzt auf gegenseitiges Verständnis der Religionen. In der deutschen Schule, auf deren Gelände sich die Kirche befindet, werden christliche und muslimische Mädchen gemeinsam unterrichtet. Toleranz ist die Devise. Doch der Ruf fundamentalistischer Gruppen nach einem islamischen Gottesstaat wird lauter und beunruhigt ihn und die Christen seiner Gemeinde immer mehr. Man muss sich natürlich auch ernsthaft mit der Frage beschäftigen, was würde passieren, wenn hier die islamistischen Kräfte die Oberhand hätten und so ein Staat im Sinne von einem Gottesstaat entstünde. Natürlich kann man auch offen sagen, dass die neue Verfassung Elemente enthält, die in diese Richtung weisen würden. Also ich will das nicht beschönigen. Aber ich habe immer noch den Mut, dass es anders läuft. Nur, wenn es also passieren würde, dann hätten die Christen wahrscheinlich wirklich keinen Platz mehr. Immer wieder hat es zu Problemen geführt, wenn Staat und Kirche zu eng miteinander verbunden sind. Vor 2000 Jahren hat Jesus von Nazareth, so die Überlieferung, dazu ganz deutlich Stellung bezogen. Ist es rechtens, fragen ihn die strenggläubigen Pharisäer, dass wir Juden dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Jesus lässt sich eine Münze mit dem Porträt des Kaisers geben und antwortet: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Ganz bewusst trennt Jesus Kaiser und Gott. Eine Forderung, die bis heute Sprengstoff bietet. Das ist eine unerhörte Aussage, auch an die Adresse der Römer. Denn sollte irgendwann mal ein Kaiser auf die Idee kommen, seine eigene Stellung mit derjenigen Gottes zu verwechseln, dann würde ihn sofort die Kritik dieses Wortes treffen. Solange der Kaiser sich reduziert auf seine ureigenen Aufgaben, der Kaiser als Symbol politischer Machthaber, also Gerechtigkeit zu organisieren, ist alles im grünen Bereich. Aber wenn die Vorrechte Gottes tangiert werden, dann ist Alarmstufe rot. Und an der Stelle haben sich die Christen immer engagiert, waren immer kritisch gegenüber den Übergriffen der politischen Herrschaft. Schon im alten Rom hatten die Christen mit der Stellung des Kaisers ein Problem. Er war gleichermaßen Herrscher des Reiches und oberster Priester. In dieser Doppelrolle forderte er von allen Bürgern Roms, auch von den Christen, dass sie in einem klar vorgegebenen Ritual den Staatsgöttern opfern sollten. Dann war Weihrauch darzubringen, auf einem Altar ein Trankopfer zu vollziehen und gegebenenfalls noch Opferfleisch zu essen. Und man wollte dadurch eine Mahlzeit mit den Göttern herstellen und damit eine Gemeinschaft entstehen lassen. Und das war für Christen selbstverständlich unmöglich.
Die Christen verweigern sich dem römischen Opferritual und machen sich damit verdächtig. Man bekämpft sie als Staatsfeinde. Steckt in dieser rebellischen Haltung eine Ursache für ihre Verfolgung? Im Jahr 303 werden unter Kaiser Diokletian Christen im ganzen Römischen Reich systematisch verfolgt. Unter Kaiser Diokletian hat sicherlich die heftigste Christenverfolgung stattgefunden, die darauf zielte, das Christentum zu zerstören und auszurotten. Jesus von Nazareth muss gewusst haben, dass seine Weigerung, den Kaiser als Gott zu verehren, die herrschenden Strukturen in Frage stellt. Ein radikaler Gedanke, für den er bereit war, sich ans Kreuz schlagen zu lassen. Jesus war ein Prophet im Stile der Propheten Israels des Alten Testaments. Alle diese Propheten sind kantige Figuren. Wer wirklich etwas zu sagen hat, sucht sich seine Gelegenheit und lässt sich nicht durch den ersten Widerspruch gleich ins Bockshorn jagen. Und so ein Typ ist Jesus. Diese Radikalität fordert Jesus auch von seinen Anhängern, als er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. De facto ist es natürlich so, dass man von dieser Entschiedenheit und Klarheit des Evangeliums nicht ausgehen kann, wenn man nicht gleichzeitig weiß, dass das einen hohen Preis kostet. Und um diesen hohen Preis geht es Jesus. Dieser Preis soll gezahlt werden. Vielleicht sogar ist es der Preis des eigenen Lebens. Einmal in der Welt lässt sich Jesu Botschaft nicht mehr aufhalten. Jerusalem. Wenige Jahre nach Jesu Hinrichtung wird Stephanus, ein Seelsorger der Armen, für seinen Glauben gesteinigt. Damit wird Stephanus zum ersten Märtyrer der Christenheit. Auch im Land der Pharaonen, in Ägypten, fällt die Botschaft Jesu bald auf fruchtbaren Boden. Der Legende nach soll bereits im ersten Jahrhundert der Evangelist Markus das Christentum nach Ägypten gebracht haben. Old Cairo. Im koptischen Viertel befinden sich einige der ältesten Kirchen der Christenheit. Vor wenigen Jahren entdeckt man bei Restaurierungsarbeiten unter der Kirche Abu Serga diese Krypta. Auf der Flucht vor den Häschern des Königs Herodes, so erzählt die Legende, soll hier die heilige Familie mit dem Jesuskind Schutz gefunden haben. Bis heute sehen sich die Kopten in der Tradition der ersten Märtyrer. So auch Tawadros II., der Patriarch der Kopten. In seiner Kathedrale sollen die Gebeine des heiligen Markus liegen. Dieser sei als erster Märtyrer Ägyptens gestorben. Das Märtyrium als etwas Besonderes anzusehen, das ist gerade in den Kirchen im Nahen und Mittleren Osten, den alten historischen Kirchen, noch sehr, sehr präsent. Historisch, indem die Märtyrer eben oft als Heilige verehrt werden, aber auch gegenwärtig, das heißt auch Menschen, die heute als Christen sterben, werden immer noch als Märtyrer bezeichnet und gelten eben als etwas ganz, ganz Besonderes. Auch die ägyptischen Christen, die am 9. Oktober 2011 beim Aspiro-Massaker sterben, gelten als Märtyrer. Im Verständnis ihrer Glaubensbrüder sind sie nicht umsonst gestorben.
hier ist das Christentum ganz anders als bei uns. Bei uns ist Christentum eher so ein Kulturchristentum. Aber hier geht es wirklich, um das sehr locker zu sagen, um die Wurst. Hier geht es darum, dass ich wirklich Christ bin oder ich lasse es dann sein. Und sie sind so herausgefordert, die jungen Leute und alle Christen hier, ihrem Weg treu zu bleiben. Außerhalb von Kairo, in einer riesigen Vorstadt, liegt die Gedenkstätte für die sogenannten Maspero-Märtyrer. Es ist eine Kirche, die zugleich auch Grabmal für all jene Christen ist, die im Oktober 2011 ums Leben kamen. Jeden Freitag kommen Fuad Atya und seine Frau Merwat Ayat hierher in die Gedenkkirche. In der Krypta liegt der jüngste Sohn Hedi bestattet. Sie teilen ihr Leid mit all den anderen Hinterbliebenen. Warum ausgerechnet Hedi, klagt der Vater. Er half jedem, der ihn um Hilfe bat. Er war ein so guter Mensch. Alle mochten ihn. Hedi verabscheute das Unrecht, wollte zu allen gerecht sein. So war sein Charakter. Den Tod ihres Sohnes haben die Eltern auch 1,5 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen nicht überwunden. Für den Vater ist Hedi jetzt ein Märtyrer, ein Heiliger. Hedi, der Märtyrer Hedi, wurde 21 Jahre alt. Er war voller Hoffnung, dass es mit diesem Land aufwärts geht. Hedi hatte sein Abitur in dem Fach Informatik mit sehr gut abgeschlossen. Er wollte nur die Leute, die bei Mespiro demonstrierten, unterstützen. Hedi wollte den Demonstranten Getränke und Medikamente bringen, als plötzlich Panzer auftauchten. Seinen Eltern hatte er verschwiegen, dass er zur Demonstration geht. Er wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen. Es sind Hedis Freunde, die den Eltern später erzählen, wie er zu Tode kam. Die Militärfahrzeuge und die Panzer sind losgefahren und die Menschen in der Menge sind furchtbar in Panik geraten. Sie wurden mit Maschinengewehren oben vom Panzer aus beschossen. Hedi wurde von hinten getroffen, als sie alle fortrannten. Er wollte gerade über eine Absperrung an der Uferpromenade auf die andere Seite springen, da wurde er von einer Kugel getroffen. Der Einschuss ist am linken Unterkiefer wieder ausgetreten. Auf seinem Telefon hat Hedis Vater das Lied der Märtyrer von Maspero gespeichert. سماء الخالد مع الرب الامين لنا شهداء فرحين شهداء مسبيرو اسمهم كتبت في السماء ما صاروا من الشهداء. Für die Eltern ist Hedi nicht tot. Sie sind überzeugt, ihr Sohn ist als Märtyrer auferstanden und lebt im Jenseits weiter. Und jetzt sagt das Christentum ja nicht einfach nur, es gibt irgendwie noch mal ein Weiterleben nach dem Tode, sondern es wird ganz genau qualifiziert, nämlich letztendlich Teilhabe am Leben Gottes selbst. Das ist schon eine atemberaubende Verheißung, die gemacht werden kann. Ein Leben nach dem Tod.
Dieses Versprechen ist so alt wie das Christentum selbst. Und solange es das Christentum gibt, hat es diese Verheißung in die Welt getragen. Anfangs ist es Jesus selbst, der als Wanderprediger diese Botschaft verkündet. Später sind es seine Jünger, die von Gemeinde zu Gemeinde ziehen. Man kann ja nur glauben, weil man andere Menschen gefunden hat, die man als glaubwürdige Zeuginnen, als glaubwürdige Zeugen beurteilt. Und deswegen ist die Verbreitung des Glaubens durch Mission, Mission heißt ja Sendung, also die Christen haben eine Sendung, der einzige Verbreitungsweg, den das Christentum überhaupt sich vorstellen kann. Es ist aber die große Frage, wie diese Mission getrieben wird. Wanderprediger der Urkirche gewinnen Anhänger in allen Bevölkerungsschichten. Die Waffe der frühen Missionare ist das gesprochene Wort. Unter dem Zeichen des Kreuzes werden keine 300 Jahre später die ersten Schlachten mit dem Schwert gewonnen. Kaiser Konstantin soll mit Hilfe des Christengottes seine Gegner besiegt haben. Im gesamten Römischen Reich ist der Siegeszug des Christentums nicht mehr aufzuhalten. Im Jahre 380, unter Kaiser Theodosius, wird das Christentum zur Staatsreligion. Von den Keimzellen rund ums Mittelmeer verbreitet sich der neue Glaube bis an die Grenzen des Römischen Reiches. Von Jerusalem nach Rom, von Antiochia nach Konstantinopel, von Ägypten bis an die Grenzen Britanniens. In nur 400 Jahren wird eine kleine Sekte zur mächtigen Reichskirche. Es ist ein Phänomen in der Weltgeschichte, dass verfolgte Minderheiten, wenn sie dann selber zur Macht gekommen sind, das, was sie vorher erlitten haben, wieder anderen tun. Und ob eine religiöse Gruppe wirklich für Religionsfreiheit ist, das kann man eigentlich immer erst sagen, wenn sie in einem Land die Mehrheit stellt. Und man dann die Frage stellt, wie geht ihr eigentlich mit anderen um? Kaum steht das Christentum auf der Seite der Herrscher, werden auch Christen zu Tätern. Im Namen von Christus, dem siegreichen Gott, werden sogar Juden, Anhänger fremder Kulte und selbst Christen anderer Glaubensrichtungen getötet. Im Zeichen des Kreuzes macht sich Karl der Große in einem unerbittlichen Krieg das heidnische Volk der Sachsen untertan. Über Jahrhunderte hinweg führt die Verbindung von kirchlicher und weltlicher Macht zur Unterdrückung ganzer Völker und Länder. Ich, Papst Urban II., rufe euch zum Kreuzzug gegen die Gottlosen nach Jerusalem auf. Mit den Gottlosen meint er die Muslime, die seit dem 8. Jahrhundert den überwiegend christlichen Orient erobern. Es folgt eines der dunkelsten Kapitel des Christentums. Die Versuche, durch die Kreuzzüge das Heilige Land zurückzuerobern, sind bis heute im Nahen Osten nicht vergessen. Liegt in diesem brutalen Vorgehen eine Ursache für die aktuelle Christenverfolgung? Geschichten wie dass die Christen die Nachfahren der Kreuzzügler seien, die werden auch heute oftmals aufgebaut. Das ist nicht so, dass diese Geschichten einfach über die Jahrhunderte hinweg lebendig gewesen wären, sondern hier werden auch Feindbilder in Hasspredigten, in einer Politik der Ausgrenzung zum Teil richtig aufgebaut. Sie werden neu belebt und manchen Menschen wird dieses Bild, du bist Kreuzfahrer, du handelst im Auftrag fremder Mächte, einfach an die Stirne geklebt. Und das schafft natürlich Stimmung, Aggression, Ausgrenzung. Syrien 2012. Seit Monaten tobt ein furchtbarer Bürgerkrieg in dem Land, in dem schon die Kreuzritter blutige Schlachten kämpften. Die Armeen des Diktators Assad, Rebellen und andere Gruppen legen mit ihren Bomben ganze Städte in Schutt und Asche. So wie hier, in einem vorwiegend von Christen bewohnten Vorort von Damaskus. Ende November 2012 sterben bei dem Anschlag über 50 Menschen, die meisten von ihnen Christen. Was haben die Menschen nur getan, dass man ihnen das antut? Der syrische Bürgerkrieg ist ein Bürgerkrieg mit vielen Fronten. Und unglücklicherweise ist es ein Krieg,
in dem auch Religion ein Faktor ist, weil das alte Assad-Regime sich auf Minderheiten stützte. Und jetzt wird den Christen der Vorwurf gemacht, sie hätten da irgendeine Komplizenschaft gehabt. Es kommen Gruppen von außen hinzu, gut bewaffnet, gut finanziert, die auch Ressentiments schüren. Also hier sind die Gefahren für Christen sehr, sehr, sehr groß. Und sie sehen sich Vorwürfen ausgesetzt. Da ist ganz viel Projektion und Verschwörung mit am Werk. Wir fahren in den Libanon, vorbei an alten Kreuzritterburgen. Von Beirut aus geht es hinauf in den Norden, an die syrische Grenze. In den letzten Monaten sind Hunderttausende Syrer in den Libanon geflohen, darunter viele Christen. In einem Flüchtlingslager besuchen wir eine Frau, die unmittelbar von dem Bürgerkrieg betroffen ist. Schwester Agnes Mariam gehört zu den wenigen, die sich hier oben an der libanesisch-syrischen Grenze um die Menschen kümmern. Ich habe viele schreckliche Dinge in Syrien gesehen. Und ich kenne Menschen, die furchtbare Dramen erlebt haben. Ich selber war zweimal in der Region von Homs und den angrenzenden Provinzen. Mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, wie in christlichen Familien der Ehemann oder die Brüder getötet wurden. Trotz ihrer traumatischen Erlebnisse versuchte sie zu helfen und forderte wiederholt Aufklärung. Ihr Name landete auf der schwarzen Liste der Fundamentalisten. Schwester Agnes Mariam musste ihr Kloster in Syrien, das sie seit vielen Jahren als Äbtissin leitet, fluchtartig verlassen. Mehr als 18 Jahre habe ich in Syrien gearbeitet. Mein Ziel war es, immer zu den Wurzeln, zur eigentlichen Identität der christlichen Kirchen zurückzukehren und in der Lage zu sein, hier im Orient die Wurzeln zu stärken, in tiefer Ergebenheit zu unserer Berufung, zu unserer Bestimmung. Es waren Oppositionelle aus der Region, mit denen wir befreundet sind, die uns warnten, man wolle mich entführen. Sie haben es dann auch gemanagt, mich aus Syrien herauszubringen. Bis heute habe ich noch kein grünes Licht erhalten, dass ich wieder zurückgehen kann. Wobei es für mich sehr schwer ist, mein Kloster zurückzulassen, wo wir 40 Leute sind und 20 Flüchtlinge und 4 Kinder haben. We have 4 children. Mehr als 300.000 Christen, so Schwester Agnes Mariam, haben in den letzten Jahren Syrien verlassen. Nach Schätzungen internationaler Hilfswerke sind insgesamt 4 Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg. Die meisten Christen, die gegenwärtig im Nahen Mittelosten sterben, dürften wahrscheinlich auf das Konto von Fundamentalisten, von gewaltbereiten Islamisten gehen, die sehr oft nicht aus dem Land kommen, in dem sie sind. Die Christen und die Muslime in den meisten Ländern, Syrien, Ägypten und so weiter, vor Ort wollen eigentlich friedlich zusammenleben, haben gar kein Interesse an einer Eskalation. Es sind oft Kräfte von ganz außerhalb. Und das sind oft Gruppen, die aus Trainingslagern kommen, die herumreisen, die gegenwärtig in Jemen, in Mali, in Ägypten, eben auch in Syrien auftauchen und die Situation oft enorm verschärfen. Dieses Video der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zeigt fundamentalistische Gotteskrieger. Sie schüren den Hass unter den zerstrittenen islamischen Gruppierungen, brennen Moscheen nieder und zerstören Kirchen. Viele Christen wurden getötet, weil sie sich weigerten, in einen bewaffneten Konflikt einzutreten. Sie wurden von Rebellen getötet, denn die Rebellen behaupten, wenn man nicht mit ihnen kämpft, dann ist man gegen sie. Wir begleiten Schwester Agnes Mariam zum Kloster Mor Gabriel, etwa 30 Kilometer von Beirut entfernt. Mehrere hundert christliche Flüchtlinge aus Syrien sind hier aufgenommen worden.
Täglich erfährt Schwester Agnes Mariam von neuem Leid und unfassbaren Schicksalen. Stundenlang berichten die Flüchtlinge von gefolterten und getöteten Priestern, entführten Kindern, für deren Freilassung hohe Lösegelder erpresst werden. Dieser junge Vater will aus Angst unerkannt bleiben. Auch sein Sohn wurde von islamischen Fundamentalisten entführt. Er sagte, das Auto fuhr in ein riesiges Loch in der Straße, wo der Gullideckel fehlte. So haben wir sie dann einholen können und haben mit ihnen gekämpft. Bis auf einen rannten die Männer alle davon, sodass ich unseren Sohn aus dem Auto befreien konnte. Er war verletzt. Viele der Flüchtlinge werden von Gastfamilien im Libanon aufgenommen oder wie hier in Klöstern. Das Problem ist damit aber noch lange nicht gelöst. Weder in Syrien noch anderswo. Wir können nicht einfach sagen, egal, wir nehmen dann die Christen, die hier verfolgt werden, wenn es denn so ist, auf in unser Heimatland nach Deutschland oder nach Europa und dann sind sie wenigstens sicher. Es ist, glaube ich, das Schicksal der Christen seit 2000 Jahren, auch so Sand im Getriebe der Welt zu sein, sage ich mal. Also nicht, dass sie ganz normal repräsentative große Gemeinden haben, sondern dass sie eben klein sind und klein bleiben. Die großen Zeiten des triumphalistischen Katholizismus etwa, die sind ja nur weiß Gott vorbei, auch in Europa. Auch dieser Syrer musste fliehen. Er hat Angst, erkannt zu werden. Islamistische Fundamentalisten könnten sich an seinen zurückgebliebenen Verwandten in der Heimat rächen. Er sagt, als die Rebellen in Ras Alain einfielen, hätten sie die Christen bedrängt. Wieso kämpft ihr nicht mit uns? Wir geben euch Waffen. Daraufhin hätten die Christen ihre Stifte genommen und gesagt, das ist unsere Waffe. Wir kämpfen mit den Mitteln der Wissenschaft und unserem Wissen. Sonst wären wir keine Minderheit im Mittleren Osten. Wir wollen nicht bei Konflikten mitmischen. Wir sind friedfertige Menschen. Aber führt die gewaltlose Haltung der Christen nicht erst recht zu ihrer Verfolgung? Stellt sich dann nicht die Frage, ob Gegenwehr nötig ist? Was hat Jesus dazu gesagt? Es ist der Vorabend seiner Kreuzigung. Er ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Er weiß genau, was ihn am nächsten Tag erwartet. Jesus erleidet Todesängste vor Folter, Demütigung und Kreuzigung. Als die Soldaten kommen, um Jesus festzunehmen, schlägt Petrus einem der Soldaten ein Ohr ab. Jesus aber weist ihn zurecht und sagt, alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Das ist die Feindesliebe, das ist die Gewaltlosigkeit. Und zwar eine Gewaltlosigkeit nicht aus Schwäche, weil man sich nicht wehren kann, sondern aus Stärke, weil man weiß, dass man durch Gegengewalt die Gewalt immer nur noch größer werden lässt. Das ist die Intention Jesu. Mit dieser revolutionären und zugleich faszinierenden Friedensbotschaft zieht Jesus mit seinen Jüngern auch durch den heutigen Libanon. Hier liegt ein symbolträchtiger Ort, an dem Jesus auch heute noch von Christen und Moslems gleichermaßen verehrt wird. Es soll jener biblische Ort sein, an dem Jesus sein erstes Wunder wirkte. Bei der Hochzeit von Kanaan, so erzählt die Bibel, habe er Wasser in Wein verwandelt. In dieser Höhle soll Jesus übernachtet haben. Heute ist sie eine christliche Pilgerstätte. Auf dem Nachbarhügel befindet sich der heutige Ort Kana. Auch die hier lebenden Muslime verehren Jesus als einen Propheten, der Wundertaten vollbrachte.
Der Libanon ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die Bevölkerung selber vor Ort wirklich daran interessiert ist, mit unterschiedlichsten Religionen. Das Christentum ist ja hier sehr weit aufgefächert auch. Der Islam gibt es in vielen Varianten. Und die friedlich zusammenleben wollen und die Wirtschaft, das Bildungssystem gemeinsam aufbauen wollen. Der Libanon. Finden wir hier eine Antwort, wie unterschiedliche Glaubensrichtungen friedlich zusammenleben können? Immerhin tobte hier viele Jahre der Bürgerkrieg auch zwischen Christen und Muslimen. Die Kriegsschäden kann man noch heute an den Gebäuden erkennen. Wir haben einen Termin beim griechisch-katholischen Erzbischof von Beirut. Wie sieht er die Zukunft? Even if the regime in Syria. Selbst wenn das Regime in Syrien wechselt, so glauben wir im Libanon übereinstimmend, dass solche Veränderungen in Syrien die sichere und friedliche Situation im Libanon nicht beeinflussen. Und wie sieht man das auf islamischer Seite? Das wollen wir vom sunnitischen Großmufti Scheich Kabani wissen. Er empfängt uns in seiner Residenz in Beirut. In diesen Tagen werde ich, so Gott will, eine Vereinigung gründen für den Dialog und das Zusammenleben von Christen und Muslimen. Diese wird vielseitige Aufgaben haben. Nicht nur Konferenzen und Empfehlungen geben. Denn diese Empfehlungen lesen die Menschen in den Zeitungen und legen sie dann in ihre Bücherregale. Ich möchte, dass der Dialog und das Zusammenleben tagtäglich passieren. Ein friedliches Miteinander im Libanon, in Syrien oder Ägypten. Das ist ein Vorhaben, das auch ganz im Sinne Jesu wäre. Aber ist diese christliche Botschaft nicht reine Illusion? Den Glauben zu leben ist sehr oft herausfordernd, schwierig, stößt auf Widerstand. Und wie man mit diesem Widerstand umgeht, das ist die entscheidende Herausforderung. Viele geben dann eben halt nach und manche verleugnen sich selbst. Und da sagt Jesus ja, wer versucht, sein Leben zu retten, indem er sein Leben verleugnet, letztendlich seine Seele verrät, der gewinnt gar nichts, sondern der verliert im Grunde alles. Jesus von Nazareth. Für seinen Glauben wurde er am Karfreitag ans Kreuz geschlagen. Ein rebellischer Glaube, der vielen ein Dorn im Auge ist. Ein Glaube, der von Machthabern immer wieder missbraucht wurde. Ein Glaube aber auch, der ein friedliches Miteinander aller Menschen möglich macht, wenn er in Freiheit und Toleranz gelebt wird.